einer von euch dann eigentlich den zweiten Teil mal gesehen? Nee. Der jetzt im Kino lief? Nee. Ich glaube auch nicht so, dass der so... Aber naja, das haben ja, so zweite halt Teile... Das sind Filme, die alle zwei, drei Jahre rausbringen, die aber nicht schlecht sind, aber auch nie gut. Ja, die sind so... wo du mal lachen musst halt. Das Schwergewicht habe ich so, so Filme, die kann man sich ansehen, der wenn man ist ganz Besseres witzig zu tun hat. Und ja, den Zoowärter, den habe ich... So seine Unterhaltungskrieg gebraucht. Der Zoowärter ist so geil. Spielt nicht in der Zoowärter auch Thomas Gottschalk in der einen Szene? Ich glaub, schon. Ja. Das war... Eigentlich ziemlich scheiße. Aber in der Zoowärter gibt es auch so eine geile Szene, wo die dann auf dieser Hochzeit sind. Und dann, er so voll irgendwie, er bettelt sich mit irgendeinem Typen um eine Frau. Ja, so. Und dann wollen die sich halt so schlagen, es läuft so früh hinaus und so. Und vorher hat er sich, der kann ja irgendwie mit Tieren reden, hat er sich mit so einem Frosch unterhalten. Der Frosch hat ihm irgendwie so gezeigt, Angriffsstellung, ja. Und hat er sich so aufgebläht und so, ja. Aber was macht er? Er hockt sich dann so vor den Typen, der ihn gerade schlagen will. So richtig schlecht. Nimmt so die Arme hoch wie so ein Frettchen, so Angriffsstellung und bläht sich so auf und macht so. Es ist so ein dummer Sound dabei und währenddessen reißt ihn noch die Hose. Was? Es ist einfach so dumm. Okay. Weißt du, so, das kommt so aus dem Nichts, weißt du? Es kommt einfach aus dem Nichts so. Angriffsstellung. Oh, so wäre das aber auch so. Das erste, woran ich halt gedacht habe, ist ja schön von Dr. Doolittle kopiert irgendwie. Weil es ist ja an sich total das gleiche Prinzip. Diese wo eine wir Sache bei mit Dings den. Werden, ne? Ah ja, Eddie Murphy. Wobei Dr. Doolittle 1 Hilarious war. Ey, Dr. Doolittle ist voll gut. Und auch, wie heißt es hier, wo der die Fette auch noch spielt. Der verrückte Professor. Nein, wo der einmal den Typen spielt und seine eigene Frau in Fett. Meinst du Big Mamas Haus? Ach, das war hier, nee, wie hieß der denn? Lawrence. Martin Lawrence. Ja. Wieso kennt ihr so viele solche Filme? Nee, doch, das war doch Eddie Murphy, oder? Warte mal, Eddie Murphy, ich google das mal eben. Nee, es war... War das Eddie Murphy und Martin Lawrence? Oder war es nur Martin Lawrence? Oder? Eddie Murphy... Aber Big Mamas Haus 1 war auch die Creme Norbit. De la Creme. Norbit! No, ach. Der ist, glaube ich, ziemlich scheiße gewesen, oder? Nein, Norbit ist voll... Ich fand ihn ganz geil. Und das ist so eine... Das ist einfach so ein richtig dummer Humor, weil da ist die fette Frau, die ja von Eddie Murphy gespielt wird, setzt sich dann so in ihr Auto und ist halt so fett, dass sie sich kaum dahinter das Steuer kommt, so, weißt du? Aber dann die ganze Zeit mit der Wampe oder mit irgendeiner Fettrolle die ganze Zeit auf die Hupe drückt und dann so, was soll der Scheiß? Und dann, das ist einfach so blöd. Silas scheint total auf diesen lustig, weil Fetthumor total abzufahren, oder? Nein, du liebst fette das ist Menschen. Ein ganz falscher Eindruck. Ja? Das glaube ich nicht. Oh, ich liebe Kevin James, aber nur weil er fett ist, wenn er dünn werden würde. Dann nein, ich fände ihn vielleicht doch so witzig. Ich meine, Szene, wenn er auf dem Boden so schlecht liegen bleibt, obwohl er so langsleiden will, wäre auch witzig, wenn er nicht fett wäre. Weil na, es halt einfach dumm ist. Ja, aber dann wabbelt er ja nicht so. Ja, darum geht's ja nicht. Es geht ja doch, darum, dass er so gesagt, cool darüber zu sliden. Dann da wieder reinzurutschen, hat er gewabbelt. Ja, das ist ein essentieller Bestandteil in einer Beschreibung. Ich muss mir vorstellen, wie sie das Drehbuch schreiben und dann schreiben sie da so, ja, wie können wir die Szene denn noch optimieren? Er muss noch wabbeln, wenn er stehen bleibt. Und dann schreiben sie so hin, Kevin wabbelt. Ja, vor allem sie sind da so voll ernst und sitzen da so, ja, ja. Kevin wabbelt. Das ist auch so. Mom, Kevin wabbelt. Zitat aus der Republik Deutschland. So, Kevin wabbelt. Das ist so was. Das beschreibt unser Land so gut. Oh Mann. So ein Scheiß, Kevin wabbelt, ich glaub's noch. Du brauchst ja eine Probe, so Status. Gib uns alles, Kevin, wabbel ein bisschen. Um das Thema mal zu wechseln und von den ganzen komischen schlechten. Oder mittelträchtig. Einfach wabbeln, Kevin.
die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Raumsonde heißt. Raumsonde so und so ist jetzt, kommt am Dienstag. Kevin. Was heute ist, was heute ist, kommt die beim Pluto an und dann werden voll viele neue kranke Bilder vom Pluto gemacht, Raumsonde, die Atmosphäre Kevin. Ist oder irgendwie sowas und Infos gesendet und shit. Ja, ist jetzt nicht mehr relevant, Kevin, das ist kein Planet mehr. Was? Pluto ist out, Mann, das ist kein Planet mehr. Pluto ist echt irgendwo alt. Niemand, ich lese auch die ganze Zeit davon. Es ist ein Zwergplanet. Dass da ist jetzt so eine Sonde cool. ankommt und Fotos schießt, aber seriously, das Ding ist so weit weg und so klein. Interessieren mich denn da überhaupt Fotos von dem Schiff? Alles aus dem All ist cool, vergesst das nicht. Nur Eliten sind aus dem All cool. Oh, Eliten. Nee, die sind auch aus dem Kühlschrank cool. Eine Schweigeminute. Für das Niveau. Vor allem, Alter, das ist so, vor allem noch so aus dem Zusammenhang gegriffen. Cool, Kühlschrank. Den kannst du nicht. Nein. Ach so! Ach du Scheiße! Gott. Ich check das auch erst jetzt. Nicht ernsthaft, oder? Boah. Ich muss mir jetzt gerade so eine klischeehafte Kinderfigur vorstellen, wo sie so da stehen und dann so, hey Ken, you gave me another cool elite? Oh yes man, I wanna have one too. Und dann throat er den so darüber und dann trinkt er so richtig genüsslich einen Schluck und dann kommt dieses ah. Ich muss jetzt so richtig dumm vorstellen, wie sie so den Kühlschrank aufmacht und da ist einfach so eine eingefrorene Elite drin, die jetzt die ganze Zeit so rumpippert so, und sie packt ihn einfach so am Kragen irgendwie und zerrt ihn raus. Also, Alter. Ich check bis jetzt nicht, wer sich solche Videos bitte anschaut. Ich meine, stellt euch das Niveau tatsächlich mal als so ein Flugzeug an. Das hat so enorme Höhenunterschiede die ganze Zeit. Das kommt aus den Turbulenzen gar nicht raus. Das ist wie der Lufthansa-Flug aus Barcelona. Und zwar genauso straight. Und ich bin letztens mit Germanwings vor ein paar Tagen auch über die Alpen geflogen. Dachte mir die ganze Zeit so, gut, wir fliegen noch hoch genug. Oh Mann. Steht auf von seinem Platz, geht zum Cockpit und klopft an die Tür. Herr Pilot, sind wir denn noch hoch genug? Nee, ich saß ja am Fenster, ich konnte es ja selbst sehen. Ich kann mir vorstellen, wie Silas da erstmal Panik verbreitet irgendwo im Flugzeug, also alles abgehen. Nee, aber wird das dann so machen, alleine? Ich würde nicht rumschreien, sondern ich würde das so richtig still machen, so stille Post so. Ey, wir sind hier im Germany, so, wir fliegen gleich über die Alpen und das. Psst! Und dann verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer, bis irgend so eine alte Frau oder so hysterisch aufsteht und sagt, nein! Oh Mann. Du stupst den Typ, der neben dir sitzt, stupst du einfach so in die Seite und sagst ihm, ich hoffe, ich störe sie nicht mit meiner exorbitanten Ängstlichkeit. oh Gott. Ach ja, ich muss ja sagen, ich fand's ja, ich bin ja echt gespannt. Also mit den ganzen Flugzeugabstürzen kommen ja jetzt wieder end viele Flugzeugabsturzdokumentationen. Ja. Ja, echt? Kann ich mir vorstellen zumindest. Bin ich schon endgespannt drauf. Ich habe schon alle durchgesehen. Es sind keine neuen mehr da. Ich will neue Dramen, die ich am Leib anderer laden kann. Kein Spaß, aber. Okay. Ich genauso wie in der Hitlery. Ich liebe es in diese. Ich liebe die Hitlery, vor allem wenn sie dann die toten Juden zeigen. Nein. Alter. Okay, dann schneiden wir raus. Nein, nur mit schwarzem Humor ist es wie mit Wasser, ja? Fährt jetzt nach. Hat halt nicht jeder. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich immer diese Dokumentation insofern liebe, weil die dann immer diese Szenen nachstellen. Und ich liebe immer diese ganzen Alarmgeräusche im Cockpit. Und wenn dann die Alarm! Oh nein! Alarm! Alarm! Boah, da muss ich gerade mal die beste Geschichte ever erzählen. Wie der Feuerwehrmann bitte, das muss ich kurz einwerfen. Das ist so gut. Bei uns an der Schule, da gab es immer so ein Kind, da gibt es wahrscheinlich immer noch, ich weiß es nicht, das immer, wenn du auf den Bus gewartet so hast, Schnittbeerdigung und alles zu ich mal tatsächlich einen Fall hatte und mit den kleinen Kindern halt aus hatte, dann stand das immer da und dann kam halt der Bus irgendwann angefahren. Und das schreit schon immer so Kilometer, weil alle wissen, dass der Bus kommt. Es schreit so, der Bus kommt, der Bus kommt. Oh Mann. SpongeBob, der Bus ist da! Der Bus kommt! Der Bus kommt! Du rennst so panisch zum Bus. Jeden Tag oder was? Einfach nur. Jedes Mal! Jedes Mal! Alter! Was? Moment,
Wie kommen wir jetzt eigentlich darauf? Wegen Alarm. Ja. Ach, oh Gott. Auch wieder über 500 Ecken getan. Hey, mein kommt. Gehirn ist krank. Lass es denken. Alter, wie schnell wir auch von Flugzeug abstürzen zu der Bus kommt, Switch. Wieso? Ja, es ist random. Ich muss mir so vorstellen, wie so Krabben, die dann da irgendwo so durch das Meer dümpeln und da liegen dann so, anstatt ein Stein oder so Zeug, liegen dann so Themen rum, die immer so kurz so aufpicken, so kurz dran knabbern, die in zigtausend Ärmchen dann direkt wieder fallen lassen und weitergehen. Diese Fische aus Findet Nemo, diese Fischschwärme, die dann plötzlich irgend so eine Figur annehmen können und dann so, swoosh, jetzt sind wir wieder das andere, und dann swoosh und dann machen die wieder eine andere Figur. Mit dem Soundeffekt, swoosh. Ja. Wir wollten noch Halo Dubs machen. Stimmt. Was ist hier, Arvid? Quert. Ja. Ah, ja, genau. Quabel. Ich brauche deine professionelle Meinung, auch immer noch, zu dem Trailer von Terminator Genesis. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, ich will ihn sehen, ich habe auf Rotten Tomatoes geschaut, dort hat er, glaube ich, eine Wertung von 23 oder so. Aber Terminator. Ich glaube, das Problem ist folgendes. Viele Leute erwarten sich von dem Film Story, Logik, Handlung. Ich erwarte mir von dem Film 13 Neudel, wie er Neudel ist. Dann bin ich glücklich. Aber, Und ich glaube, also mir wurde auch gesagt, dass mehr eigentlich ist. Irgendwie chillt der immer nur hinten rum, um dumme Kommentare zu machen. Hab ich gehört. Das ist so seine Aufgabe in dem Film. Und sonst macht er eigentlich groß viel. Und genau deswegen will ich ihn sehen. Ich will sehen, wie er hinten irgendwo rumchillt und seine komischen Kommentare macht. Dauernd irgendwelche so unglaublich altbackenen Gags macht, indem er seine zig Millionen Terminator-Phrasen nacheinander rauslässt. Wie so eine Maschine, so eine Slot-Maschine. Also, du kriegst so ein. Wie so diese Instant-Maschine. Oder so einen Knopf drückst und dann sagt er so eine Phrase oder so. Hat eigentlich irgendjemand schon mal diesen, oder ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist, diesen deepen Zombie-Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen? Nee. Zombie? Wie hieß der nochmal? Scheiße. Anna oder Amy? Irgendein Frauenname. Seit wann sind Zombie-Filme deep? Und ja, das Deepe an dem Film ist halt. Und seit wann spielt Zombie-Film? Der Trailer ist so voll auf deep gemacht, weil er erstmal so ein bisschen verrucht aussieht, weil er natürlich so ein 3-Tage-Bart hat an Shit. Oh, und, verrucht. Und seine Tochter, also Zombie-Apokalypse irgendwie oder irgendwie sowas. Zombie-Apokalypse. Ja, und dann seine Tochter ist infiziert, aber die ist halt noch nicht direkt. Und dann carryt er die so rum und irgendwie macht Shit und versucht die zu heilen oder ich weiß gar nicht, was der genau will. Irgendwas geht da ab. Ja. Auf jeden Fall, nein, habe ich nicht. Aber ich muss doch sagen, dass ich diesen ganzen Scheiß Zombie-Hype nicht verstehe. Ich finde Zombie-Filme als auch Zombie-Spiele nicht ansatzweise so cool, wie jeder dauernd sagt. Ich finde sie einfach langweilig. Kommt drauf an, ehrlich gesagt. Es gibt coole Zombie-Sachen, es gibt auch schlechte Zombie-Sachen. Es gibt Zombie-Sachen wie zum Beispiel Zombieland, was einfach nicht wegen Zombies cool ist, sondern weil der einfach richtig so glorious ist. Also ich muss immer noch sagen, dass Zombieland gut war. Und dann gibt's natürlich einfach Zombie-Sachen, die einfach wegen dem Setting geil sind, aber nicht wegen den Zombies an sich, sondern halt wegen den apokalyptischen Shit und das alles halt im Arsch ist. Wie zum Beispiel The Walking Dead, wo es dann mehr um die, also wie die Menschen in so einer Zeit miteinander umgehen. Und die Zombies sind halt nur so Nebensache, sind halt immer noch ein bisschen da, aber sind halt nicht der Hauptaspekt, sondern halt wie die Menschen dann irgendwie überleben und wie manche mad werden und manche halt auch nicht. Ja, also es gibt natürlich schon irgendwie interessantere Settings da auch, aber oftmals, keine Ahnung, da sehe ich dann immer nur diese, manchmal fühlt es sich schon so an wie so ein Zwang, wie als müsste man als männliche Person Zombie-Filme irgendwie cool finden, weil Zombies drin vorkommen und möglichst viel schlechter Gore. Ja, aber als Mann musst du ja auch Transformers und Fast and the Furious cool finden. Also das mit den Zombies, es geht ja nicht so primär um Zombies. Zum Beispiel, was in der Spielewelt da so abgeht, sind es primär ja einfach diese Survival-Games. Und Survival-Games sind ja meistens mit Zombies, was ich zum Beispiel jetzt wieder gesehen habe. Wovon ich halt auch selber nichts halte, aber was halt total gehypt wird, ist Ark. Ark ist aber mit Dinos. Ja, sind Dinos. Ja, ist aber Survival.
Ja, ist aber geil. Ne. Es sind Dinos. Es ist wie Jurassic World wieder. Ja, aber es ist geil. Also, alle sind jetzt von diesem Zombie-Train auf den Dino-Train gesprungen. Und ja, Dinos das sind cool, ja auch einfach cool. Coolste Survival in die Richtung sind Dinos. Wie halt DayZ und Ark. Die einzige. Sings ist halt im E Reign of Kings. Das Was? Ist im Mittelalter angesiedelt. Und da baust du dann halt Burgen und bekriegst dich mit den ganzen anderen auf dem Server. Und das ist einfach so richtig epische Schlacht, wenn du auf einem 32 oder 64 Mann-Server bist und dann irgendwie so, ja, da und da ist gleich Krieg. Und dann haben alle ihre Stahlrüstung und es gibt halt einen König, der regiert und der kann halt ein Tyrann sein oder halt auch nicht und shit. Und das ist schon ziemlich cool. So eine typische Erklärung. Aber das ist ja auch kein Survival. Von jemandem, der total geflasht ist von irgendeinem Spiel. Die beste und so Realisierung von Survival, meiner Meinung nach, ist Firefight. Und. Aber das ist ja was ganz anderes. Nee, ist ja Survival. Ja, du musst ja nicht looten oder irgendwie sowas. Nee. Ja, du halt lootest Waffen. Alter! Das kannst du ja nicht vergleichen. Nee, nicht kann man nicht, aber Survival ist es trotzdem. Ja, aber auf eine andere Art. Es ist ja so eine Art Survival wie bei Black Ops. Und bei Black Ops wird der Scheiß anscheinend auch nicht alt. Seriously, da kam doch jetzt wieder dieser Trailer. Ja, ich bin ja eigentlich ganz froh, das muss ich mal sagen, dass in den letzten Jahren irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, weil oder ob es halt allgemein doch zurückgeht, weil für mich ist in den letzten 2-3 Jahren Call of Duty so voll vom Radar verschwunden. Ich sehe kaum noch jemanden, der Videos dazu macht in meinem Offline. Ich glaube, und so die Trailer auf der E3 und so kann ich auch gut ignorieren. Voll cool. Ich glaube, das kommt durch den großen Call of Duty Nachlass, als Call of Duty Ghost released wurde, weil Ghost ziemlich scheiße war, und dann haben die Leute wohl endlich mal bemerkt, dass das echt verdammt langweilig wird, aber ich denke, mit Black Ops 3 kommt jetzt nochmal so eine Welle, weil Black Ops 2 ja so angeblich gut wo ich es gespielt habe, war es zu Black Ops 1 so viel schlechter. Es gibt ein großes Problem, nämlich dass Call of Duty seit neuem sich gedacht hat, so wow, Titanfall hat irgendwie endlich Hype und Lob abbekommen und shit. Wollen wir jetzt auch so machen mit irgendwie, und seit Advanced Warfighter und so mal heißt war AW halt, versuchen die ja irgendwie so mit Movement und shit, und das soll glaube ich in Black Ops 3 auch kommen. Und dafür haben sie einfach nicht das Klientel. Die ganzen Call of Duty Kiddies haben da irgendwie keinen Bock drauf. Und deswegen glaube ich, dass auch nochmal deutlicher Verlust da kommen wird, was das angeht. Nein, ist mir aber eigentlich auch egal. Wollte ich nochmal. Ja, mich interessiert es auch nicht, weil mich. Was mir vorhin aufgefallen ist und wo ich meinem Ärger jetzt auch nochmal Luft machen muss, weil du ja vorhin meintest, dass man Zombie-Filme schon fast cool finden muss. Also, du weißt, wie du es meinst. Ja. Es ist wirklich so, als der letzte Fast and the Furious rauskam, ja, und Fast and the Furious ist so eine Reihe, ich habe prinzipiell nie verstanden, was daran so cool war, aber den ersten und zweiten fand ich noch so, ja, okay. Aber danach ging es ja wirklich komplett bergab, finde ich. Und bis dann einfach nur noch richtig sinnlos und dumm und behindert wurde mit Vin Diesel und shit. Diesel. Und jetzt meinen alle, man müsste den letzten cool finden, und wenn man den nicht cool findet, sei man ja ein Arschloch, weil Paul Walker gestorben ist. Ja, das ist so eine dummes Argument. Ich meine, seriously, alle haben scheiße rumgeblubbert, dass der neue Fast and the Furious, das ist genau der gleiche Fließband-Bullshit wie sonst auch immer. Das ist Need for Speed verfilmt. Das ist... Ja, nur weil da am Ende halt so eine Szene kam, wo irgendwie Paul Walker nochmal gefühlt wurde. Nur diese eine Szene. Und seriously, ich habe die Szene gesehen und muss sagen, ja, irgendwie ist es ja schon emotional, und es ist ja auch blöd, dass Paul Walker gestorben ist, weil ich ich hätte es ihm nicht empfohlen zu sterben. aber du kannst diesen Film doch jetzt nicht an dieser Szene festmachen, die ein, zwei Leute zu Tränen rührt, weil der Typ tot ist. Ich meine, wer ist denn noch tot? Heath Ledger ist tot, und keiner hat gesagt, The Dark Knight war geil wegen... Ja gut, viele haben gesagt, Dark Knight war geil wegen Heath Ledger. Ja, hat aber auch gut gespielt. Ist. Die Sache war die haben aber am Ende keine Szene gebracht mit
Heath Ledger. Die haben, glaube ich, in den Credits haben sie gesagt, danke Heath Ledger. Ich sage auch, danke Heath Ledger. Aber die anderen waren auch cool. Christian Bale war cool, Detective Gordon war cool, Two-Face, hier wie hieß er nochmal, der Spaß. Harvey. Der Harvey, zum Glück bist du hier. Two-Face, du bist zurück. Was laberst du da? Harvey, du bist wieder da. Redest du so ein Mist, weil du nur die eine Hälfte meines Gesichts siehst, wenn ich mit ihm rede? Harvey, wo bist du hin? Two-Face ist zurück und er sieht ziemlich angepisst und hässlich aus. Ja, weil ich Harvey Dent bin. Netter Versuch, Two-Face, aber deine Tricks funktionieren bei mir nicht. Ich bin der weltbeste Detektiv, nenn mich Sherlock. Harvey, du bist wieder da. Und dann muss ich sagen, man muss Filme einfach, natürlich hat Dark Knight durch diese Sache noch so einen Boost gekriegt, aber Dark Knight war auch an sich ein cooler Film und Heath Ledger hat an sich einen guten Job gemacht. Ja. Ich will nicht sagen, dass Paul Walker einen schlechten gemacht hat, hat er bestimmt nicht, aber dafür die ganze andere Sippe, bestehend aus Win-alternativer Kraftstoff und dem und hier Johnson Stein, der glaube ich auch mitgespielt hat. Wo der die dümmste Szene hat, die ich jemals gesehen habe. Alter, er bricht sich den fucking Arm, ja, mehrere Male, komplett kaputt, wird eingegipst und dann meint er so, ja gut, ich bin ja ein harter Kerl, zerbricht sich den Gips, ja, mit dem anderen Arm, so richtig so bam, so einem coolen Move und kämpft danach einfach weiter. Oh Mann, echt so, jetzt? What the fuck is going on? Alleine durch diese Erzählung, die du gerade gemacht hast, kommt noch eine Niveau-Schublade tiefer, die Fast and Furious-Geschichte. Ja. Das ist auf jeden Fall was. Also gut, Leute, die es interessiert, die können es ja auch gucken. Ich greife auch nicht die Leute an, die es gucken, also nicht alle. Aber der Film ist einfach so, was Drehbuch, Schreibung und diese ganzen Menschen, die da mit Behinderungen leben. Ich meine, die ganze Behindertenquote von Hollywood wird alles im Studio von Fast and Furious runtergebracht. Oh Mann.